as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Ich bin schon sehr verwundert, wie vehement Lutz Schweger gestern versucht hat, die Anzeige meiner Mandantin unter den Tisch zu kehren. Vielleicht hat er mit Stefan Krumm eine gemeinsame Leiche im Keller. Ich habe deswegen mal Nachforschungen in der Vergangenheit der Dienststelle angestellt, ob es früher schon mal ähnliche Übergriffe gab. Und dabei bin ich auf den Namen Regine Schreiber gestoßen. Sie ist die Vorgängerin meiner Mandantin und hat vor 3 Jahren aus heiterem Himmel einen Versetzungsantrag gestellt. Dabei liegt die neue Dienststelle weitaus ungünstiger und sie hat zuvor 5 Jahre auf der alten Wache gearbeitet. Ich bin jetzt mit ihr verabredet. Bin gespannt, was sie mir über Lutz Schweger und Stefan Krumm erzählen kann. Da ist sie ja schon. Frau Schreiber? Ja, hallo. Guten Tag, ich bin Isabella Schulin. Wir hatten telefoniert. Ja, und was kann ich jetzt genau tun? Es geht um meine Mandantin. Sie arbeitet als Polizistin auf ihrer alten Dienststelle. Und kürzlich ist ein Kollege übergriffig geworden und hat sie sexuell genötigt. Wie kann ich Ihnen da jetzt helfen? Der Dienststellenleiter, Lutz Schweger, verhält sich äußerst merkwürdig. Ich habe irgendwie das Gefühl, er würde die Angelegenheit gerne vertuschen. Hören Sie, ich kann Ihnen zu Herrn Schweger wirklich nichts sagen. Ich bin schon länger nicht mehr bei der Dienststelle. Ist irgendwas? Nein, nein, alles gut. Was soll der Mist? Du hast ja echt Bedarf, Lena. Reichen dir die paar Gummis denn überhaupt? Ihr seid alles so blöde Idioten. Also bitte, ja, langsam, langsam. Also ich habe damit nichts zu tun. Den Vorrat hast du dir doch selber angelegt. Hast du denn schon alle Kollegen durch auf der Dienststelle? Was machst du hier überhaupt? Ich dachte, du bist beurlaubt. Ich darf doch mal in meinem Urlaub meine fleißigen Kollegen besuchen, nicht wahr? So, und jetzt kommst du erstmal zu mir und ich gebe dir erstmal einen schönen, warmen Kaffee. Alles klar, aber dann muss ich wieder los. Ich habe noch in meiner Laube zu tun. Und Lena, du? Du räumst mal den Mist hier weg, weil hier sieht's aus wie ein Puff. Geile Sache. Gut, funktioniert hat das alles. Und was war dann der Grund für Ihre Versetzung? Was wissen Sie über Lutz Schweger und Stefan Krumm? Hören Sie, ich kann Ihnen wirklich nichts zu meinen alten Kollegen sagen. Bitte akzeptieren Sie das. Frau Schreiber, vor was haben Sie Angst? Werden Sie bedroht? Werden Sie eingeschüchtert? Julien? Ich kann also nicht mehr. Stefan Krumm macht mich total fertig. Alles sind gegen mich. Frau Wittfeld, jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig und dann erzählen Sie mir in aller Ruhe, was passiert ist. I'm friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. Lena Wittfeld klang am Telefon gerade wirklich aufgebracht. Anscheinend führt Stefan Krumm am Arbeitsplatz eine regelrechte Mobbingkampagne gegen sie und entspannt jetzt in aller Ruhe in seiner Gartenlaube. Da ich mit Frau Schreiber gerade nicht weiterkomme, werde ich mich erst mal darauf konzentrieren, meine Mandantin vor Herrn Krumm zu schützen. Bei Mobbing hört für mich der Spaß unter Kollegen auf. Das ist sicherlich viel Arbeit. Ja, das stimmt. Die Nachbarn achten leider sehr auf Ordnung. Das kann ich mir vorstellen. Hallo, Herr Rickert. Furchtbar neugieriger Mensch. Lassen Sie mich noch nicht mal im Urlaub in Ruhe? Sie lassen meine Mandantin in Ihrem Urlaub ja auch nicht in Ruhe. Wovon reden Sie? Vielleicht darf ich mich erst mal kurz vorstellen. Ich bin Isabella Schulin, die Anwältin von Lena Wittfeld. Ihr Mann betreibt eine regelrechte Rufmord- und Mobbingkampagne gegen meine Mandantin, weil sie ihm vorwirft, dass er sie sexuell genötigt hat. Andreas? Ich weiß zwar nicht, was ich glauben soll, aber ich kann einfach nicht ohne dich und Sophie sein. Mein Mann soll sich an Lena vergriffen haben. Was glauben Sie, warum er sonst so schnell Urlaub genommen hat? Davon hast du mir ja gar nichts erzählt. Schatz, ich wollte dich nicht beunruhigen. An der Sache ist sowieso nichts dran. Das sagst du jetzt so. Wenn nichts dran gewesen wäre, dann hättest du es mir doch erzählt. Yvonne. Lass mich! Ich habe mich in meinem Leben noch nie so gedemütigt gefühlt. Aber Yvonne, Mensch, Lena erzählt doch sowieso nur Lügen. Ich will davon nichts hören. Und sehen will ich dich auch nicht mehr. Du kannst so lange in deiner Laube wohnen, bis alles geklärt ist.
Du kommst zu uns zurück? Ich will versuchen, dir zu vertrauen. Versprechen kann ich es aber nicht. Sind Sie jetzt zufrieden? Noch nicht ganz. Ich habe hier eine Unterlassungserklärung vorbereitet, wenn Sie so freundlich wären, diese zu unterzeichnen. Was? Ja, damit verpflichten Sie sich, künftig keine unwahren Behauptungen mehr gegen meine Mandantin aufzustellen und jegliches Mobbing zu unterlassen. Und wenn Sie das nicht unterschreiben, erwirke ich eine einstweilige Verfügung gegen Sie. Das wird Lena noch leid tun. Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. Ich habe mit Stefan Krumm gesprochen. Er ist nicht bereit, die Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Aber wir können uns jetzt eine einstweilige Verfügung bei Gericht erwirken. Das liegt jetzt ganz bei Ihnen, Frau Wittfeld. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hey, Lena. Hast du mal einen Moment Zeit? Was ist los, Thilo? Hast du noch mehr Kondome gefunden oder möchtest du ein Autogramm von der Diva? Nein, darum geht's doch gar nicht. Die ganze Nummer tut uns leid. Die Jungs schicken mich. Wir wollen uns bei dir entschuldigen. Und hättest du vielleicht heute Abend Zeit für einen kleinen Friedensumtrunk? Ich weiß nicht. Ist das wieder so eine Idee von Stefan Krumm? Ach Quatsch, Stefan hat damit gar nichts zu tun. Die Kollegen und ich, wir wollen uns jetzt aus dem ganzen Streit raushalten und nicht mehr einmischen. Ich weiß nicht, Thilo, das kommt alles irgendwie ein bisschen plötzlich. Na komm, gib dir einen Ruck. Das wäre ein super Zug von dir, wenn du unser Friedensangebot annimmst. Ich halte das für keine gute Idee, Frau Wittfeld. Okay, ich komme. Sehr gut, das ist ja klasse. Dann ich sag den Jungs gleich Bescheid und heute Abend, da fährst du bei mir mit, okay? Okay. Ich muss mit den Leuten den ganzen Tag zusammenarbeiten. Ich möchte mich mit ihnen gut stellen. Ja, Stefan? Ja, es geht alles klar. Lena ist drauf reingefallen. Wow, da hab ich aber echt was einfallen lassen. Das ist ja eine richtige Party hier. Sieht schön aus. Wem gehört denn die Laube eigentlich? Das ist meine. Das soll das wohl ein Scherz sein. Das habt ihr euch ja fein ausgedacht. Lena, warte. Gib doch Stefan wenigstens Chance, sich zu entschuldigen. Wofür? Dafür, dass er euch alle gegen mich aufgehetzt hat? Oder dafür, dass er mich fast vergewaltigt hätte? Jetzt mal langsam, Lena. So war das nicht. Und das weißt du auch. Aber ich will hier wirklich keinen Streit. Die Kollegen und ich, wir haben uns diese Wiedergutmachungsparty wegen der Sache mit den Kondomen überlegt. Das war echt daneben. Das mit den Kondomen ist noch das geringste Problem. Und ich habe den Kollegen vorgeschlagen, dass wir uns hier treffen können. Aber wenn ich unerwünscht bin, dann kann ich auch gehen. Das ist kein Problem. Nein, nein, das geht so nicht. Leute, ganz ehrlich. Egal, was zwischen euch passiert ist, das ist doch jetzt erstmal egal. Wir sind Kollegen, wir arbeiten zusammen. Und Lena, bleib doch wenigstens für ein Getränk hier. Ja, komm schon. Also, ich kann für einen Abend über meinen Schatten springen. Wie ist es mit dir, Lena? Und schau doch mal, wir haben drin sogar eine Cocktailbar aufgebaut. Weil Mädchen trinken noch kein Bier. Und ihr zwei, ihr könnt euch doch morgen noch die Köpfe einschlagen. Naja, okay. Ein Glas kann ja nicht schaden. Aber ich habe seit meiner Schwangerschaft keinen Alkohol getrunken. Also übertreiben darf ich es nicht. Das ist kein Problem. Thilo mixt dir bestimmt einen leckeren, alkoholfreien Cocktail. Ja, sieht die Kleine nicht lecker aus? Was willst du? Ich weiß doch, dass du seit dem ersten Tag in Lena verknallt bist. Und ich weiß auch, was zwischen euch gelaufen ist. Da war nichts. Es war nur ein Kuss. Jetzt pass mal auf. Also ich bin mir sicher, dass Lena auf dich steht. Und ich weiß, dass sie zu Hause ihren Mann rausgeschmissen hat. Die ist bereit für was Neues. Das ist deine Chance. Hm? Meinst du? Na klar. Hm? Komm, mach dich ran. Stefan? Stefan, sag ich schon. Thilo? Der Stefan braucht dich kurz. Na, gefällt dir, was wir hier für dich aufgebaut haben? Überhaupt. Es ist Zeit, dass ich wieder abhaue. Ich bin so dämlich. Wovon redest du überhaupt? Und warum packst du? Erinnere dich noch mal bitte an gestern Nacht. Kein Plan. Ich habe einen totalen Filmriss.
Dabei wollte ich doch keinen Alkohol trinken. Die lagen hier vor der Tür. Das kann jetzt nicht wahr sein. Erst sagst du, dass du mich liebst und dass du mich vermisst hast. Und dann säufst du und hurst du die ganze Nacht mit deinen Kollegen rum. Von denen ich angeblich alles sexuell missbraucht hat. Du lügst doch, wenn du den Mund aufmachst. Bitte, Andreas, du darfst nicht gehen. Das ist nicht so, wie du denkst. Da muss mir jemand was ins Getränk getan haben. Ich zieh vorerst zu meinen Eltern und Sophie nehme ich mit. Du bist hier immer noch besoffen. Andreas! Still be there for me, child. And when the lights go out and the morning comes, still be there, still be there. Hey, Lena. Was hast du dir dabei gedacht? Was ist denn los? Du wirst Andreas alles erklären und dich bei ihm entschuldigen. Ach, du hast dich von Andreas getrennt. Und warum hast du mir dann diese Fotos vor die Tür gelegt? Du mieses Schwein, du wolltest doch, dass Andreas sie sieht. Jetzt reißen sie sich zusammen, das bringt doch alles nichts. Was denn für Fotos? Ich war gestern viel zu betrunken, um irgendwelche Fotos zu machen. Was ist gestern auf der Party passiert? Wir haben getanzt. Ja, na komm, jetzt mal nicht so schüchtern. Ja, mach dich mal in die Kleine. Ist ja unser neues Traumpaar. Du blödes Arschloch! Du bist an allem schuld, du und deine verdammten Cocktails! Was soll denn der Mist? Gestern trinkst du noch mit mir Bruderschaft und jetzt geht der Dreck schon wieder von vorne los? Gehen Sie nach Hause und schlafen Sie Ihren Rausch aus, Frau Witzfeld. Sie stinken ja noch nach Alkohol. Du hast mich heimlich abgefüllt. Das wirst du bereuen, das kriegst du alles zurück! Jetzt kommen Sie, Frau Witzfeld. Sie haben doch gehört, was Ihr Chef gesagt hat. Lassen Sie uns gehen. Hör auf deine Anwältin. Du stehst ja noch total neben dir. Es reicht. Sehen Sie mal, wie die abdreht. Immer sind die anderen schuld, nur nie Sie selber. Lass gut sein, Stefan, komm. So langsam beginne ich wirklich zu zweifeln. Erst erzählt meine Mandantin mir, sie sei sexuell genötigt worden und wird jetzt auf der Dienststelle gemobbt und ausgegrenzt. Ja, und jetzt hat es den Anschein, als hat sie sich wieder mit Lars Rohrbach eingelassen, dem sie früher schon mal näher gekommen ist. Mag ja sein, dass man sie in eine Falle gelockt hat, aber sie müsste sich und den Alkohol im Griff haben und so etwas vermeiden. Und diese Fotos, die erwecken auch nicht den Eindruck, dass sie eine treue Ehefrau ist. Und trotzdem, ich traue diesem Stefan Krumm nicht. An ihm bleibe ich weiter dran. Bloß weg von mir. Boah, stinkt das. Was ist denn hier passiert? Irgendjemand hat den Haupthahn der Klärgrube sabotiert. Und heute Nacht ist die ganze Brühe in meine Laube gelaufen. Knöchelhoch habe ich in diesem Mist gestanden. Ja, ich riech's, aber wer macht denn sowas? Ja, hier, das kann ich dir sagen. Die habe ich neben der Grube gefunden. Die kenne ich doch irgendwoher. Ja, na klar, die gehört Lena. Das Miststück hat ihre Drohung wahrgemacht. Aber nicht mit mir. Die geht direkt an die Kollegen und dann erstatte ich Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ja, aber beeil dich, weil Lutz will, dass du deinen Urlaub beendest. Und in 30 Minuten, da fängt doch deine Schicht schon an. Was? Aber die Uniform hat auch in diesem Suff gelegen und stinkt jetzt nach Scheiße. Ja, wenigstens muss ich heute nicht mit dir fahren. Oh, Mist. We were youngsters on the junkyard. Andreas. Herr Schwäger. Guten Morgen. Guten Morgen. Möchten Sie vielleicht reinkommen? Ich bin nur hier, weil ich Ihnen den Gang zur Dienststelle ersparen möchte, Frau Witzfeld. Es ist einfach genug. Es tut mir furchtbar leid, dass ich gestern so die Kontrolle verloren habe. Das kommt nie wieder vor. Lassen Sie es einfach gut sein. Wo haben Sie die denn gefunden? Die habe ich überall gesucht.
Ihre Kette wurde bei Stefans Klärgrube bei der Gartenlampe gefunden. Aber das wissen Sie ja sicherlich. Sie haben ja ganz offensichtlich Ihre Drohung wahrgemacht und Stefans Klärgrube sabotiert. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Wie kommt dann die Kette dorthin? Die Bilder von Ihnen und Lars Rohrbach zeigen außerdem, was für einen Umgang Sie regelmäßig mit Ihren Kollegen haben. Stefan Grum hatte offensichtlich recht und Sie haben ihn zu Unrecht verdächtigt. Den Mist glauben Sie jetzt nicht wirklich. Die Bilder beweisen überhaupt nichts. Bleiben Sie einfach zu Hause und machen Sie es nicht noch schlimmer. Nach Ihren Eskapaden sind Sie nicht mehr tragbar. Ich sorge für Ihre Suspendierung. Das ist gut, dass wir uns die Klärgrube persönlich angesehen haben. Der Schaden dürfte für Stefan Krumm immens sein, vor allem wenn die Laube von innen überflutet ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das selber war und Ihnen alles unterjubeln will. Wer auch immer das Ding kaputt gemacht hat, hat auch meine Halskette dort bei der Klärgrube platziert. Was machen Sie hier? Sie haben ja gar keine Laube. Herr Rickert, richtig? Ihnen gehört doch die ordentliche Laube neben den Krumms. Sagen Sie mal, haben Sie irgendwas Merkwürdiges in letzter Zeit hier beobachtet? Eigentlich alles unauffällig. Aber der Krumm hatte letzte Zeit dauernd Streit mit seinem Kumpel, diesem Thilo. Da ging es um viel Geld, das war kaum zu überhören. 5.000 Euro. Mhm. Und trotzdem ist Thilo Jensen immer wieder zu seinem guten Freund hierher gekommen? Das letzte Mal war vorgestern Nacht. Da habe ich ihn genau gesehen, wie er um die Laube geschlichen ist. Also ich habe gedacht, er bricht ein und holt sich sein Geld wieder. Aber dann ist er einfach gegangen. Gut, Sie haben uns schon weitergeholfen. Vielen Dank, ja. Herr Rickert. Wiederschauen. Was ist, wenn Thilo Jensen gestern tatsächlich die Gelegenheit genutzt hat, um seinem guten Freund eins auszuwischen? Das könnte für uns die Chance sein, um von ihm mehr über die Machenschaften von Lutz Schwäger und Stefan zu erfahren. Ganz genau. Thilo hat jetzt Innendienst. Da könnten Sie ihn unter vier Augen erwischen. Los, kommen Sie. Wenn Sie Stefan suchen, der ist nicht auf der Dienststelle, dann müssen Sie später wiederkommen. Eigentlich würde ich ganz gerne mit Ihnen sprechen. Okay, und worum geht's? Ach, wir könnten darüber sprechen, warum Sie Stefan Krumm 5.000 Euro geliehen haben oder sich gestern Nacht an seiner Klärgrube zu schaffen gemacht haben. Das ist doch Unsinn. Unsinn, für den es Zeugen gibt. Ja, okay, ich habe ihm die 5.000 Euro gegeben. Wofür war das Geld gedacht? Das Geld war für eine Kreuzfahrt gedacht, die er für uns und unsere Frauen buchen wollte. Und er hat gesagt, er kennt jemanden im Reisebüro, der uns ein super Angebot macht. Und? War das gelogen? Das weiß ich doch nicht. Auf jeden Fall hat er das Geld in seine Gartenlaube gesteckt. Und er will es mir erst wieder zurückzahlen, wenn er befördert worden ist. Und deswegen haben Sie gestern seine Laube geflutet, richtig? Ja, mein Gott, ich wollte ihm Denkzettel verpassen. Ja, und gleichzeitig meine Mandantin belasten. Frau Wittfeld denkt ohnehin gerade darüber nach, rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, Sie davon zu überzeugen, davon abzusehen, wenn Sie uns ein paar wertvolle Informationen zukommen lassen. Okay, und welche Informationen? Erzählen Sie mir ein bisschen was über Lutz Schwäger und Stefan Grum. Warum verstehen die beiden sich so gut? Keine Ahnung. Das Ganze hat vor circa 3 Jahren angefangen. Und vorher hatte der Schwäger nicht viel für Stefan übrig gehabt. Sie sagen, vor 3 Jahren wurde zu diesem Zeitpunkt nicht Ihre ehemalige Kollegin Regine Schreiber versetzt? Die Regine, die war ziemlich dicke mit Lutz. Was ist denn vor der Versetzung vorgefallen? Können Sie nicht mal in Ihrer Datenbank nachschauen? Ja. Nein, keine Einträge. Und irgendwelche anderen auffälligen Einträge zu diesem Zeitpunkt? Ah. Ein Tag, bevor Regine um ihre Versetzung gebeten hat, ist eine große Menge Kokain aus der Asservatenkammer verschwunden. Das ist ja ein merkwürdiger Zufall. Danke. Warten Sie noch mal ganz kurz. Bleiben Sie mal hier. Aber das mit der Klärgrube, das bleibt doch unter uns, oder? Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Hören Sie, ich weiß wirklich nicht, was Sie noch von mir wollen. Ich kann Ihnen zu Schwäger und Grum nichts sagen. Ich möchte Ihnen wenigstens Lena Wittfeld vorstellen.
Hallo. Hallo. Setzen Sie sich. Frau Wittfeld droht alles zu verlieren. Ihren Job, ihren Mann und ihr Kind. Es tut mir leid, aber Sie können mir helfen. Ich weiß, dass vor Ihrer Versetzung Kokain aus der Asservatenkammer verschwunden ist. Hatte das irgendetwas mit Ihrem Versetzungsgesuch zu tun? Hören Sie, die Kerle sind dabei, mein ganzes Leben zu zerstören. Ich bitte Sie, Frau Schreiber, wenn Sie irgendetwas wissen, dann um Himmels Willen sagen Sie es. Gut, Lutz und Stefan haben mich zur Versetzung genötigt. Hat Stefan Krumm seinem Vorgesetzten vielleicht einen Gefallen getan und das Kokain geklaut? Die beiden haben damit gedroht, dass sie mir den Diebstahl in die Schuhe schieben, wenn ich mich nicht versetzen lasse. Warum haben Sie das getan? Ich hatte mit Lutz eine Affäre. Das war auch alles ganz wunderbar am Anfang. Total schön. Ja, bis ich schwanger war. Meine Regel ausblieb. Sie wollten das Kind bekommen und Schweger wollte nichts davon wissen, richtig? Als ich Lutz gedroht habe, dass ich seiner Frau alles erzähle, da haben die zusammen, er und Stefan, diesen Kokaindiebstahl inszeniert und mich damit erpresst. Die wollten alles zerstören, meine Karriere, mein Leben, alles. Diese miesen Schweine. Hören Sie, ich will nicht, dass Sie wegen den beiden das Gleiche durchmachen müssen wie ich. Ich werde gegen Stefan und Lutz aussagen. Jetzt sind wir wenigstens zu zweit. Gemeinsam machen wir diese Mistkerle fertig. Wir sind zu dritt. Vergessen Sie Ihre Anwälte nicht. Guten Tag, Herr Krumm. Na, Sie haben ja gute Laune. Tag, Frau Schulien. Ja, es mieft zwar noch etwas, aber der Shampoo schmeckt. Wollen Sie auch ein Glas, um mit mir auf meine Beförderung zum Gruppenleiter anzustoßen? Danke, nicht nötig. Ich will gar nicht lange stören. Ich hole Ihnen eins. Genießen Sie Ihren Champagner, solange er noch schmeckt. Bald gibt's nur noch Wasser. Wovon reden Sie? Ich komme gerade von der Kripo. Da war ich mit meiner Mandantin und mit Frau Schreiber. Der Name Schreiber dürfte Ihnen was sagen. Regine. Ja, die beiden Damen haben alles ausgesagt, was sie über Sie beide wissen. Und da ist ja so einiges zusammengekommen. Sexuelle Nötigung, Strafvereitelung im Amt, falsche Verdächtigung, Diebstahl, Unterschlagung. Apropos Unterschlagung, was ist eigentlich mit dem Kokain, was aus der Asservatenkammer verschwunden ist? Und was Sie anbelangt, Herr Krumm, Sie dürften ja wohl gelogen haben, was die sexuelle Nötigung an Lena Wittfeld angeht. Na und, dann habe ich der kleinen Schlampe eben in den Schritt gegriffen, ohne dass sie es wollte. Kann doch keiner bezeugen und auch keiner irgendwie beweisen. Dann stimmt es also doch. Yvonne, das hast du jetzt falsch verstanden. Ich werde alles bezeugen, was du eben gesagt hast. Und das Wort für Wort. Feiern Sie noch schön, meine Herren. Scheiße. Wie heißt es so schön? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Es wurde höchste Zeit, dass diese beiden Herren nicht einen Tag länger im Dienst der Unwesen treiben. Man darf ja nicht vergessen, alle Straftaten, die sie begangen haben, haben sie im Amt begangen, was sich massiv auf die Strafzumessung auswirkt. Ich gehe davon aus, dass beide mit einer Freiheitsstrafe und mit der Entfernung aus dem Polizeidienst zu rechnen haben. Das ist eigentlich gar nicht schlecht für Lena Wittfeld. Damit steigen ihre Chancen auf den Posten als Gruppenleiterin. Aber wichtig ist für sie erstmal, dass sie sich mit ihrem Mann versöhnt und die Familie wieder zusammenfindet. Aber ich glaube, das wird ihr gelingen.